hinten angefahren mit dem richtig heftigen SVJ. Junge, das sieht ja übelst heftig aus. Okay, der Typ... ich sehe schon, Leute. Ich sehe schon. Seht ihr auch, wer es ist? Ja, es ist natürlich klar. Es war mir natürlich klar, Max, dass du hier mit einem fetten SVJ vorgefahren kommst. Ja, klar, Junge. Komm gerne mal rein in mein Autohaus hier, Bro. Oh, aber ja, ich habe jetzt gerade schon viele Autos verkauft, Bro. Da drüben ist ja hier mein Millionärs-Autohaus. Willst du dir das auch eventuell einmal angucken? Kann ich dir einmal zeigen, ja, wenn du gerne, willst? Ja, gerne, gerne. Zeig mal her, das Ding. Ja, ich sag mal so, Max. Du weißt ja, bei mir läuft's gut. Ich habe echt viel Kohle. Zack, nehmen wir uns mal hier eine Karte raus und dann geht's hier ins Millionärs-Autohaus. Oh. Also, falls du mal dir einen richtig dicken Sportwagen holen willst, sagst du mir einfach Bescheid. Ich kann dir was sehr, sehr Krasses besorgen. Ey, die sehen ja überkrass aus hier. Ah, das ist aus purem Gold. Also, ich lass mich auch nicht lumpen, sag ich dir, wie es ist. Sieht echt richtig gut aus. Ja. Ja, lass mich einmal hier durch. Lass vielleicht einmal ganz kurz in deinem Büro sprechen, weshalb ich da bin. Ich bin nämlich heute nicht wegen einem neuen Auto. Warum ist Max denn heute hier beim Autohaus gekommen? Ich dachte, er will ein Auto kaufen oder so. Das hört sich jetzt gerade irgendwie richtig ernst an. Aber ja, okay, Leute, wir gehen jetzt erstmal ins Büro rein und dann werden wir das Ganze schon... Ey, Enter hat meinen Stuhl geklaut, der 31er. Ey, wenn ich den erwische, ist egal. Ich muss leider stehen heute, Max. Alles gut, alles gut. Aber nicht, dass du denkst, dass ich ein Schmalspur-Autohaus bin. Ich habe normalerweise eigentlich einen Stuhl und so, ne? Und du siehst doch, auch hier der Präsident. Paul Berger Limo. Alles Ehrenmann, Ehrenmann. Ey, Bro, das Ding ist, du weißt ja, ich bin ja der Präsident hier in der Stadt, ja, ne? Ja, natürlich, Herr Präsident, weiß ich. Ich habe dich auch gewählt. Als Präsident, Ehre, auf jeden Fall. Hat man natürlich... Aufgaben und Pflichten zu erledigen gegenüber dem Staat und naja, dazu, sage ich mal, gehört halt auch die Steuer hier in der Stadt, ne? Steuer? Wurde das jetzt neu eingeführt, Max? Ich dachte, es gibt... Ja, das gibt's eigentlich schon die ganze Zeit. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, es gibt Steuern? Bro, ich habe doch letzte Woche erst schon Steuern gezahlt, da war so ein Typ von Max hier. Ja, letzte Woche habe ich doch schon Steuern gezahlt, Max. Ja, das stimmt auch, dass du Steuern gezahlt hast, nur... es ist natürlich noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, weil das Ding ist, dein Autohaus macht ja hier Rekordumsätze. Oh ja, und das wer stimmt. Viel verdient, muss halt auch viel Steuern zahlen. Das so stimmt, läuft das Leute. Leben halt. Das stimmt definitiv. Unser Autohaus hat sehr, sehr krasse Absatzzahlen in der letzten Zeit. Wir haben sehr viele Sachen verkauft. Max, gar kein Problem. Pass auf. Also, ich gucke jetzt hier gerade mal kurz in meine Finanzunterlagen rein, die ich hier habe. Also letzte Woche 3-mal SVJ verkauft, 5 Ferrari Puro Sangue, 3 SF90, 5 Rainbow. Woher weißt du das alles, was ich verkauft habe? Guckst du meine Videos oder was? Bro, ich bin der Präsident. Ich werde doch über alles hier informiert. Oh mein Gott, Leute. Irgendjemand von euch hat gepetzt, dass wir auch richtig viel Kohle gemacht haben. Wer war das? Mann! Naja, und jedenfalls, ich sehe hier aber auch in meinen Unterlagen, dass du dem Staat noch 10 Spect-Ride-Blöcke schuldest. Du meinst 10 Netherite-Barren, meinst du? 10 Stacks Netherite-Barren. 10 Spectrite-Blöcke. Oh mein Gott, Leute, haben wir so viel Geld verdient, aber ich habe da auch viel Geld ausgegeben für... Ja, ich habe mir richtig viele Takis geholt, Nintendo Switch und PlayStation und so. Okay, warte mal, ich guck mal kurz in meiner Bank. Nein. Okay, das sieht nicht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Leute, ich habe nicht mal... Ich habe gerade mal 5 Stacks und dann nur 62. Oh Gott, das sieht nicht gut aus, Freunde. Das ist unsere ganze Kohle hier. Okay, wenn ich die beiden noch rauf... Ach, das bringt gar nichts. Max, Ja? Ja, guck mal hier in der Kiste. Das ist aktuell das ganze Geld, was ich habe. Ich habe mir... Warte, ich guck mir das mal an. Ich habe mir, glaube ich, zu viel Takis geholt und so. Das sind doch richtig... Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5... 6 Stacks Backpack-Böcke. Das ist halt nicht ganz 10, ne? Da fehlt ein bisschen was. Ja, nimm dir das schon mal raus, was du brauchst. Das Ding ist, Max, das steckt hier alles in die Autos. Wenn ich jetzt ein paar Autos verkaufe, habe ich das Geld. Ja, alles. Ich habe zu viel investiert. Ich habe zu viel in Investment gesteckt. Ja, schlecht gewirtschaftet. Ja, ich habe zu viel, Leute, ich habe einfach zu viele Autos gekauft. Wir sind zu krass durchgedreht und ich habe auch zu viele Lucky Blocks gekauft. Also ich sag's mal so, Stani, ich will jetzt natürlich nicht so sein, aber ich sag mal so, ich gebe dir jetzt 24 Stunden Zeit. Ja? Da musst du das leider zahlen, weil ansonsten, so lange kann ich hier das Finanzamt noch aufhalten, aber ansonsten kommen hier Leute und pfänden hier Sachen. Wir schon ein paar Autos mitnehmen hier, Mr. Krimix. Nein, alles gut. Wir geben Stani
Dani noch 24 Stunden Zeit, dann werden hier Autos gepfändet. Ich bestelle schon mal einen Transporter für die ganze Autos. Ja, sehr gut, sehr gut. Leute, die wollen das ist ja auch hier alles aus echten Diamanten. Ja, das ist echt. Im Zweifelsfall bauen wir auch hier den Laden ab. Sie wollen meinen Laden abbauen? Okay, ja, Max, ich kann es natürlich verstehen. Regeln sind Regeln. Ich werde irgendwie an Geld rankommen. Keine Sorge, ich werde das alles bezahlen. Das ist gut, aber bitte nicht meinen Laden abbauen. Bitte nicht mein Auto ausbauen. Nein. Das ist das Einzige, was ich habe. So lange kann ich die Finanzbehörde noch aufhalten, okay, vielen Dank für den Aufschub. Oh mein Gott, Leute, wir haben ein bisschen schlecht gewirtschaftet. Wir müssen auf jeden Fall unsere Autos verkaufen, dass ich das Geld zusammenspiele und die Finanzbehörde hier bezahle. Max ist Präsident, der ist echt korrekt gewesen, dass er uns hier noch einen kleinen Aufschub gegeben hat. Oh mein Gott, Leute, das Autohaus da drüben, das war einfach alles viel zu teuer gewesen. Mann, Leute, das ist doch alles... Ente, was geht? Was geht? Wisst ihr, was heute für ein toller Tag ist? Ente, heute ist kein toller Tag. Keine Ahnung. Heute ist Zahltag, ja! Ente, was für ein Zahltag? Ich krieg heute mein Gehalt. Leute, Ente ist ja Mitarbeiter bei uns und der will sein Gehalt haben. Wir gucken mal kurz in die Box rein, auf unser Konto. Wo ist mein Geld? Ja, Ente, wie viel Geld wolltest du denn nochmal haben? Ganz viel. Ich krieg doch Geld von den letzten 3 Monaten. Ich hab gar nichts bekommen. Hab ich dich etwa vergessen zu bezahlen, Ente? Ja, natürlich. Ich lebe die ganze Zeit von Ravioli-Dosen. Okay, Ente, hier dein Geld. Das ist kein Geld, Mr. Stein. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Was ist das denn, Ente? Das ist doch Erde. Das ist Erde. Damit kann ich nichts anfangen. Das nimmt jemand als Zahlungsmittel an. Ja, Ente, wir haben gerade finanzielle Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die sind doch überall schöne Autos. Ja, die Autos müssen wir verkaufen, dass wieder Geld reinkommt. Ich musste Steuern bezahlen an den Präsidenten iCrimex. Dann nehme ich mein Auto als Bezahlung, okay? Das da. Ja, aber Ente, dann kann ich das so... Aber du arbeitest jetzt denn trotzdem erstmal noch weiter hier, oder was? Mr. Stunny, also, ich weiß nicht so recht. Ich nehme lieber den McLaren davon als Bezahlung. Ente, du musst doch Mitarbeiter hier bleiben, Ente. Ach, Mr. Stunny, ruf sich wieder an, wenn sie wieder Geld in der Kasse haben. Leute, ciao. Leute, ich kann das Autohaus nicht mehr aufmachen. Nein, ich kann das Autohaus nicht mehr aufmachen, weil wir kein Millionär mehr sind. Warte mal, geht noch die Karte? Leute, die Karte geht nicht mehr. Ich komme nicht mehr in mein Millionärsautohaus rein. Okay, das ist jetzt gar nicht gut, Leute. Das ist jetzt gar nicht gut, weil da drinnen sind natürlich die ganzen teuren Autos, die ich verkaufen kann, um Geld zu kriegen, um meine Schulden zu bezahlen. Aber hier, das ist jetzt ein richtiges Problem, Freunde. Wir haben jetzt hier zwar auch noch ein paar Autos, aber ich habe da drinnen noch richtig viele Autos in der Kiste, die wir uns als Notreserve weggepackt haben, wo ich halt quasi die Autos hier nicht reinstellen wollte. Und das Ding ist, wir haben hier leider nur noch Schmalspurautos, die nicht so viel Geld reinbringen. Leute, was machen wir denn jetzt? Mann, wir kommen hier nicht rein. Ich muss hier irgendwie einbrechen, aber durch diese Rainbow-Glasblöcke kann man nicht durchkommen. Und die Goldblöcke... Hey, Mr. Study! Ente, Alter, lass mein Auto in Ruhe. Das muss ich verkaufen, dass ich Geld rankriege. Mein Auto, wirklich? Also, Mr. Study, kommst du da überhaupt noch rein? Oh Gott, Leute, wir können nicht sagen, dass wir hier nicht reinkommen. Natürlich, Ente, ich habe zwar gerade finanzielle Probleme, aber ich komme trotzdem noch in mein Autohaus rein, wenn ich will. Man merkt's, Mr. Study, schaut mal hier. Was hättest du gerne? Ente, lass mich rein! Nein, der Pöbel bleibt draußen. Der Pöbel? Der hat mich doch nicht gerade wirklich Pöbel genannt. Ente, lass mich rein. Ente, du musst mir da die Autos aus der Kiste geben. Hier. Oh, ist es hier schön. Hallo, Lamborghini. Sind Sie etwa neidisch? Ente, die Autos da in der Kiste. Oh, sind die schön. Die gehören jetzt alle mir und das Autohaus auch, weil sie haben kein Geld mehr. Ist das dein Ernst, Ente? Oh, Mr. Stunny, ich rufe gleich die Polizei, weil so ein Obdachloser vor meinem Fenster steht. Ey, du kannst doch nicht die Polizei rufen. Was soll das denn? Ey, Mann. Natürlich. Nein. Ey, Freunde, was soll das denn, Mann? Ich will doch hier nur ins Autohaus rein. Wenn ich die Autos hier aus der Kiste bekommen würde, dann wäre unsere Geldprobleme keine Sorge. Oha, wie viele sind
Huah! Ey, Ente, sei mal jetzt nicht so. Ich hab dich doch nur 3-4 Monate nicht bezahlt. Das ist doch gar nicht ich so schlimm. Ich kann dich nicht hören. Alter, Ente, du bist richtig eklig geworden. Weißt du das? Oh. Ey, Leute, wie frech ist der? Der puppt da einfach in mein Autohaus rein, Mann. Ich dreh durch. Okay. Wir müssen nachdenken, Freunde. Wir müssen nachdenken. Ich hab eine Idee. Wir haben ja hier ein paar Autos, die wir noch verkaufen können. Die bringen halt aber sehr wenig Geld, weil das irgendwie keine seltenen Autos sind. Aber wisst ihr was? Ich werde einfach mir seltene Autos besorgen, die noch mehr Geld bringen als die Millionärsautos da drüben. Und, oh Gott, nämlich, ich habe eine richtig gute Idee, Freunde. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir werden uns jetzt nämlich ein Auto besorgen, was wir extrem krass auftunen werden. Nämlich so ein richtiges 1 Million PS Auto. Und wenn ich dieses Auto habe und aufgetunt habe, können wir das für bestimmt richtig viel Geld verkaufen, dass wir erstmal wieder so ein bisschen Startkapital haben. Aber ich weiß gar nicht, wo wir da am besten hinfahren. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwo Autos finden, ja, von Millionären oder so. Das wäre natürlich der beste Fall. Nämlich, es soll so einen Schrottplatz hier in der Nähe geben, wo nämlich die Millionäre alte Autos einfach... was ist denn das da, Leute? Junge, okay, warte mal. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das krasseste Tuning-Auto, aber... Hallo? Was willst du? Das ist mein Auto, was hier stand. Hä, das Auto, das ist doof. Ich setz mich rein und meine Minecraft-Herzen sind weg. Was, deine Minecraft-Herzen sind weg? Was redest du? Meine Minecraft-Herzen gehen weg. Jetzt hab ich da reingesetzt und meine Minecraft-Herzen sind jetzt weg. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, das ist ein Bug-Auto. Hey Leute, was ist das hier für komische Blöcke? Das will ich nicht. Da nimm es zurück. Ich hab keine Lust mehr auf das Auto. Ja, okay. Das ist so ein ganz normales Auto. Hey, ist kein Blöcke hauen. Hä? Hä? Es gab hier gar nichts mehr. Jetzt ist alles wieder normal auf einmal. Mehr als den Tag. Leute, der hat gerade die Blöcke mit einer Hand weggehauen. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das können doch sonst eigentlich nur Admins machen, wenn man im Game-Mode drin ist. Okay, das ist echt sehr merkwürdig. Und auch diese Blöcke hier, die sehen auch richtig merkwürdig aus. Die sehen aus irgendwie wie richtige Hackerblöcke. Habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Als wäre hier irgendwie so ein Minecraft-Fehler oder so. Aber ist egal, guck mal, was wir hier für ein geiles Auto haben, Leute. Das hat wahrscheinlich irgendein Millionär hier hingestellt und wollte das entsorgen, dieses Auto. Und jetzt haben wir es einfach gefunden. Oh, zack, das ist nämlich ein Tesla X-Plate, Leute. Ich glaube, der hat nämlich 1000 PS. Den könnten wir richtig gut auftunen. Warte mal, wir setzen uns jetzt mal rein ins Auto. Hä? Was ist das denn, Leute? Hä, das Auto sieht ja voll merkwürdig von innen aus. Warte mal, wir fahren mal hier mit. Hä, okay. Also, ist Game Mode 1 steht da? Ich habe keine Ahnung. Also, wahrscheinlich hier hat irgendjemand Minecraft auf dem Auto gespielt, weil das ist ja irgendwie so ein, hier kann man ja Tesla, Leute, da kann man ja alle Spiele hier im Auto auch drauf spielen. Richtig nice. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber wir werden auf jeden Fall erstmal das Auto hier abbauen. Und jetzt werde ich das Auto zurück zu Study Performance fahren. Und das wird heute das erste Auto sein, was wir natürlich extrem krass auftunen werden. Und ey, das könnten wir vielleicht so als Spezial Edition verkaufen, Leute. Wir sagen einfach, das ist das Game Mode 1 Auto. Wie krank ist das bitte? Und oh mein Gott, ich muss auch sagen, wie schnell der ist. Also der ist irgendwie ein bisschen schneller als alle anderen Autos. Check ich ja auch nicht. So, den fahren wir jetzt erstmal hier in die Werkstatt rein und... Hä? Leute? Hä? Wir haben keine Herzen mehr. Hä? Was ist das denn jetzt? Wir haben keine Herzen mehr. Leute, falls ihr eine Ahnung habt, was das ist gerade, lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr gut freuen. Hä? Warte mal. Na? Leute? Nein. Bro, sag jetzt nicht gerade. Warte mal. Is that right? Warte mal, kann ich mir jetzt alles hier aus... Bitte, Leute, warte. Ich suche jetzt mal... Hey, bist du Study? Wie läuft's bei Ihnen so? Ente, was machst du denn hier? Was ist denn das für ein Auto? Elektro, pfui, schauen Sie sich den McLaren an. Fahren Sie lieber richtige Autos. Ja, Ente, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss hier mein Auto tunen. Seh mal zu, dass du Land gewinnst. Viel Spaß bei dem Schrott-Tuning. Ente, du hast einen richtig frechen Schnabel bekommen. Weißt du das? Oh, wissen Sie, Sie können meinen Staub essen, wenn Sie wollen. Hier. Oh, Leute, der gibt so krass an mit seinem krassen Auto. Aber kann ich mir jetzt... Leute, warte mal. Ich muss mal gucken, können wir uns hier... Ah, warte mal, ich habe eine Idee, Freunde. Warte mal.
Nein. Nein, Leute, guck mal hier. Bro, ich bin gerade im Game-Mode, Leute. Ich bin gerade im Game-Mode drin, Leute. Wie krass ist das denn? Hä? Jetzt auf einmal bin ich wieder raus. Wartet mal. Ich sehe jetzt gerade gar nicht mehr durch. Wir setzen uns mal wieder ins Auto rein. Jetzt gehe ich mal... Jetzt sind wir wieder im Game-Mode drin. Was ist das denn, Leute? Ich glaube... Junge, das ist irgendein richtig krankes, gehacktes Auto. Und wenn wir dieses Auto, wenn wir da einsteigen, sind wir anscheinend für kurze Zeit im Game-Mode drinne. Und da können wir uns alles hacken, was wir wollen, weil... Guck mal hier. Nein, ich bin gerade wieder rausgeflogen. Okay, ich bin wieder rausgeflogen, Leute. Lost. Okay, wir gehen jetzt wieder rein. Ja, jetzt sind wir hier im Game-Mode wieder drinne, glaube ich. Warte mal. Ja. Okay, Leute, wenn ich im Auto drinne sitze, ich kann mir so viele Spektritblöcke geben, wie ich will. Wenn wir im Auto drinne sind, dann haben wir wirklich Game-Mode. Das ist ja unnormal krass. Guck mal, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt habe ich immer noch Game-Mode. Guck mal hier, ich kann jetzt immer noch Autos, quasi die Blöcke verdoppeln. Aber irgendwann fliege ich dann wahrscheinlich raus. Ja, jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Okay. Das ist wirklich ultra krank, was wir gerade herausgefunden haben. Wir müssen auf jeden Fall das Auto verstecken. Wir müssen das Auto unbedingt verstecken. Ich muss das hier abbauen. Was stehen da überhaupt diese Autos rum? Okay. Das ist sehr, sehr heftig, Freunde. Das ist sehr, sehr heftig. So, wir müssen das Auto verstecken. Wo ist das? Ach, das Auto liegt da. So, ich würde sagen, wir packen das am besten hier in die Kiste rein, dass auf jeden Fall niemand dieses Auto findet. Man denkt erstmal, das ist ein normales Tesla-Auto. Und jetzt werde ich mal rüber kurz zu Ente gehen und werde mal kurz ins Millionärsautohaus reingehen. Mal gucken, was Ente dann sagt. Mal gucken, ob er denn immer noch so einen großen Schnabel hat. Lalalala. Mann, Ente! Wollt ihr eine Spende oder was? Ja, endlich würde gerne eine Spende haben. Ich würde gerne. Echt? Ja, ich würde gerne eine Spende haben. Du bist doch so reich, Ente. Oh, Mr. Stani, ich mache jetzt gerade eine Grillparty und wissen Sie was? Sie sind nicht eingeladen, ne? Ah, ich bin nicht eingeladen. Weißt du was, Ente? Dann komme ich doch einfach rein ins Autohaus. Das wäre Hausfriedensbruch. Hier kommen Sie gar nicht rein. Jetzt sind alle aber Schnurrer. Ente, wenn ich Millionär bin, komme ich hier aber ins Autohaus rein. Das weißt du ganz genau. Das ja, träumen kann ich auch, Mr. Stani. Ist nur die Schlafzeit. Oh mein Gott, Leute. Ente denkt natürlich jetzt, dass wir nicht so viel Geld haben. Aber wenn der wüsste, dass wir das Game-Mode-Auto haben. So, Ente, dann werde ich jetzt mal hier an die Kiste gehen. Und ja, genau. Reden Sie nur weiter. So. Ich tanze erstmal auf dem Lambo rum. Ja, Ente, mal gucken, wie lange du noch auf dem Lambo rumtanzen wirst. So. Na, Ente? Hä? Das muss ein Cheat sein. Wie haben Sie das geschafft? So, Ente. Ist die Tür kaputt? Ente, komm mal her. Willst du wieder... Wie haben Sie das geschafft? Willst du wieder mein Mitarbeiter sein? Woher hast du so viel Geld? So, Ente, ne? Wir... Du hältst jetzt erstmal deinen Schnabel. Hey, Mr. Stani! Natürlich, ich wollte doch immer für Sie arbeiten. Natürlich! Ach, du wolltest immer für mich arbeiten, Ente. Klar doch, aber klar! Ah, okay, Ente. Ich putze die Autos und so schön her, ja? Ach, Ente, du willst jetzt die Autos putzen. Natürlich! Oh, ich wäre jetzt dafür, Ente, komm mal mit einmal. Komm mal mit, Ente. Ja, gerne, Mr. Stani. Lalalala, lalala. Komm mal mit, Ente. Oh, Ente, dann komm mal mit hier. Oh, Geld, Geld, da liegt ja noch was. Da liegt Geld, Geld. So, Ente, ich habe dann die erste Aufgabe, Leute. Guck mal, wie Ente sich verändert hat. Jetzt, wo wir wieder Geld haben, macht er auf einmal wieder alles für uns. Ente, dann will ich jetzt mal, dass du dich hier wäschst im Wasser. Okay, let's go. Ab da. Guck mal, der springt direkt ins Wasser rein, Leute. Guck mal, Junge, der macht jetzt alles, was wir sagen, nur weil wir wieder Geld haben. Ente ist richtig geldgeil geworden. Ente, mach mal hier das Unkraut weg. Ja, Mr. Stani, gerne. Geld. Das Unkraut wegmachen. Ah, okay. Ente, aber warum hattest du denn vorhin so einen großen Schnabel gehabt? Ach, das war alles nur Spaß, Mr. Stani. Ach, das war alles nur Spaß gewesen. Okay. Das war ein Prank. Gut, Ente, dann kümmerst du dich jetzt hier ums Autohaus, füllst jetzt erstmal hier alle Autos wieder auf und ich werde meine Schulden bezahlen gehen, ne? Natürlich, Mr. Stani, werde ich machen, Mr. Stani. So, und wer ist der große Meister?
Der große Meister Mr. Study. Wer ist der Reichste? Mr. Study. Wer ist eine kleine Loser-Ente? Ich bin eine Loser-Ente. Sehr gut, Ente. Sehr gut. Geld. Ente, geh mal bitte kurz nach drüben und park mir mal den SVJ bitte aus. Danke. Natürlich, Mr. Study. Ey, guck mal, Leute, wie der sich jetzt auf einmal verändert hat, weil wir ein bisschen hier Spektritblöcke haben. Auf einmal ist Ente die Oberente hier und macht hier einen richtig auf Hausmeistermäßig. Aber das ist natürlich klar, Leute, einige Menschen verändern sich natürlich mit Geld. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell zum Präsidenten fahren und müssen natürlich ihm hier meine Spektritblöcke bezahlen. Und ich werde direkt auch die Steuern für die nächsten 5 Jahre bezahlen. Sag ich dir ganz ehrlich, Ente, ich muss los zu einem Geschäftstermin, ne? Einen schönen Tag. Und bitte stell alle Autos auf, dank dir. Ja, mach ich. Und den McLaren, den fährst du nicht nochmal an und stell ihn bitte vernünftig wieder auf. Okay, Mr. Study. Ah, okay, jetzt kann er auf einmal wieder alles machen, Leute. Das ist ja sehr, sehr interessant. Und da vorne sehe ich doch Max auch gerade schon rumfahren mit seinem dicken SVJ, Junge. Ey, ich sag euch ehrlich, so ein Leben wie Max müsste man haben. Wow, das war ganz schön knapp, Junge. Moin, Max. Moin. Sag mal, was waren da noch an Steuern offen? Das waren 10 Spectrite-Blöcke, Stacks. Ja, aber ein paar habe ich ja schon bezahlt gehabt. Ja, also genau, 6 hast du bezahlt, also noch 4. Ja, guck mal hier. Hä, wie viel hast du da hier in deinem Kofferraum drin? Das ist dein Auto, das habe ich gerade in deinen Kofferraum reingepackt. Ach so. Ne? Hä? Meiner ist der gelbe hier. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hä? 5? Das ist mehr als das Dreifache, was du mir noch schuldest oder der Stadt schuldest. Ja, das ist schon mal für die zukünftigen Wochen und Monate. Du weißt, bei mir läuft, Max. Dani, das ist ein bisschen... Hä, woher hast du denn auf einmal so viel? Max, guck mal hier, bisschen was für dich, mein Kleiner. Wir sind doch die Einbruchbrüder. Hey, Stani, Alter, das hast du jetzt aber nicht illegal, das Geld, oder? Illegal? Nee, Max, das habe ich alles erarbeitet, alles easy peasy. Okay, weil das ging jetzt echt richtig schnell für so viel Geld. Ja, ich weiß, Max. Oh Gott, Leute, wir haben, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Du weißt ja, ich bin der Präsident, wenn das was Illegales wäre, müsste ich das der Polizei da drüben nehmen. Ja, alles legal bei mir. Ich habe halt viele Autos verkauft, weißt du, mein Autohaus boomt gerade, okay, weil alle YouTuber bei mir einkaufen, ja, reiche YouTuber. Gut, okay. Ja, okay, Max, dann habe ich ja alles Schulden beglichen, ne? Check, einmal bitte Streifenwagen zu stellen, Performance, check. Oh Gott, Leute, ich glaube, Max war ein bisschen misstrauisch gewesen. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu doll übertrieben, ihm vielleicht ein bisschen zu viel Spektritblöcke gegeben. Das Ding ist jetzt auch, ich habe alle aufgebraucht. Ich muss jetzt auf jeden Fall schnell einmal nochmal das Auto gleich spawnen und mich nochmal reinsetzen und mir nochmal einiges an Spektritblöcken holen. Warum hat der mir jetzt die Polizei, Leute? Aber ist egal. Ist egal, solange keiner das Auto sieht oder sonst was findet, haben wir eigentlich kein Problem damit. Ente, was treibst du dich denn hier so rum? Mr. Study, ich will gerade die Autos aufstellen und ich wollte den Tesla aufstellen von Ihnen. Welchen Tesla? Ente, warst du hier an der Kiste gewesen? Ja, das war doch im Lager. Soll ich den nicht aufstellen? Ente, das Auto wird nicht aufgestellt. Das Auto abgebaut, Auto abgebaut. Wieso? Das sieht so cool aus. Auto abbauen, Ente! An dieses Auto gehst du nicht nochmal ran. Wieso? Weil das mein Familienauto ist. Ach so, wusste ich nicht. Okay, dann mach ich was anderes. Ja, geh doch drüben die Autos aufstellen. Du hast hier noch nichts geschafft, Ente. Ich war gerade 10 Minuten weg gewesen, du hast nichts hinbekommen, Alter. Ich hab Switch gespielt, das tut mir leid. Ja, du Faulpelz, bald gibt's kein Geld mehr, sag ich dir so, wie es ist. Ich muss dich beeilen. Oh Gott. Okay, Leute, wir müssen mal ein bisschen wegfahren hier, weil das ist mir ein bisschen zu risikoreich. Alter, das wäre fast schief gegangen. Ente hat fast herausgefunden, dass wir dieses Game-Mode-Auto haben. Aber nein, Leute, ich habe keine... Oh Gott, warte mal kurz. Leute, wir müssen kurz noch mal ins Dings fahren. Ich muss schon einmal die Spektritblöcke auswählen, dass ich die quasi kopieren kann. So, wenn wir jetzt kurz aussteigen, sind wir noch kurz im Game-Mode drin. So, Leute, schnell. Diese Spektritblöcke hier nehmen. Zack. Werden wir uns das... Oh Gott, nein, ich hänge fest, Leute. Wir müssen schnell mit dem Auto wegfahren. Bloß schnell weg. So, wir haben uns jetzt den einen Block da ausgeliehen, Leute. Alles entspannt. Ich stell mich mal schnell hier hin. Hier sollte eigentlich kein was auffallen. So, hier haben wir jetzt die Spektritblöcke. Was haben wir denn hier im Inventar, Leute? Das kann erstmal alles raus. Weil ich muss natürlich viel Platz haben
für meine Spektritblöcke, die wir uns jetzt hier durch Game Mode, durch das Game Mode 1 Auto kriegen. Oh mein Gott, Leute. Ich würde mal sagen, da haben wir jetzt gerade mal wieder ein bisschen Vorräte oben drauf. Was sollen wir uns denn als nächstes kaufen, Leute? Irgendwas richtig krasses will ich mir holen. Hey Leute, wenn wir jetzt mal hier schnell wegfahren. Hallo, guten Tag, bleibe ich stehen. Hallo, Polizei, stopp, Polizei, Polizeikontrolle, allgemeine Verkehrskontrolle. Leute, ihr dürft auf jeden Fall nicht das Auto von innen sehen. Kommen Sie mal rüber hier, Officer, kommen Sie mal rüber. Nein, bleib ich bitte bei die Fahrzeug stehen. Kommen Sie mal wieder rüber, Officer. Oh, die sind hier so. Die Rainbow-Blöcke, ob die echt sind, warte. Ja, ja, die sind hier wohl gerade hingefallen. Ich habe mir gerade meine Zähne ausgebissen. Die sind, glaube ich, für Sie hier, diese Blöcke, Herr Officer. Ich habe meine Zähne ausgebissen an die Rainbow-Blöcke. Ja, weil die original sind. Ich denke mal. Officer, gibt es hier irgendwo ein Problem oder so? Nee, ne? Hören Sie mir zu, ich habe zwar keine Zähne mehr, aber ich habe gehört, dass sehr viele Rainbow-Blöcke im Umlauf sein sollen. Naja, Sie wollen doch auch einige Rainbow-Blöcke haben, oder? Ich weiß, es sind viele Rainbow-Blöcke im Umlauf, aber ich bin halt ein sehr viel hart arbeitender Mann. Irgendwas stimmt ja aber nichts. Ja. Kann ich bitte Ihr Fahrzeug sehen? Sie können gerne hier mein Fahrzeug in den Kofferraum reingucken. Hier ist nichts drin im Kofferraum, alles ist entspannt. Gar nicht drin. Wo haben Sie die ganze Rainbow-Blöcke? Die Rainbow-Blöcke hatte ich gerade verdient. Da kam gerade ein Multimillionär zu mir, der mir die gegeben hat, der Herr. Wie hieß der Multimillionär? Der hieß König Don Alpha. König? Aha, machst du Geschäfte mit Mr. Don Alpha? Ja, genau, Don Alpha, ja. Ja. Zu denen wollte ich jetzt auch gerade fahren, deswegen, ich denke mal, es gibt hier kein, der Officer, ich denke mal, es gibt hier kein Problem mehr, ne? Ich sehe keine Problem gerade, ich sehe nur etwas, ja, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Fahrt. Okay, schönen Dank, okay, Leute, oh mein Gott. Ey, wir müssen echt aufpassen, wir dürfen wirklich nicht zu viele Rainbow-Blöcke im Umlauf bringen, dass es irgendwie auffällt, aber eine Sache wollte ich noch machen, und zwar, ich will hier das Haus von Don Alpha kaufen. Boah, weil guckt euch mal das an. Wir haben immer noch kein Haus geholt. Aber das Anwesen ist einfach das krasseste auf der ganzen Minecraft-Insel. So, mal gucken, was Don Alpha sagt, wenn wir jetzt hier antanzen. Oh, Leute, Yusuf, was ist das denn hier? Hilfe! Oh mein Gott, Leute, jetzt sitzen wir hier fest. Okay, warte mal, ich muss hier kurz rauskommen. So, Don Alpha, wo bist du? Komm raus, ich hab dir ein gutes Angebot zu machen. Oh, Leute, guckt euch mal hier dieses Haus an. Ey, wenn wir ihm das abkaufen, das wäre zu heftig. Ey, das ist einfach wirklich riesengroß. Also, da sage ich euch ehrlich, das ist Next Level. Also, ich bin gespannt, für was er das verkaufen wird. Der Preis wird wahrscheinlich extrem hoch sein. Aber ich frage mich, wo der Paul Berger ist. Don Alpha, wo bist du? Ey, wo ist der, Leute? Wo bist du? Hallo, ich schrack rum auf meine Grundstück. Ja, wo bist du? Ich seh dich nicht. Dimitri, wieso greifst du nicht an? Junge, Dimitri. Ich bin das Don Alpha. Luther, wer bist du? Ich bin Stani, Alter. Jetzt tu mal nicht so. Diese billige Autoverkäufer. Was ist das? Das ist Geld, Don Alpha. Das sind Spektritblöcke. Wie viel hast du von dir? Ich würde gerne dein Anwesen käuflich erwerben, Don Alpha. Mein Anwesen ist mein Leben. Ich will nicht untertauchen woanders. Aber wenn du mir genug Geld gibst, ich kann neue Anwesen kaufen. Okay? Ja, wie viel willst du denn haben hier für dein kleines Anwesen? Vielleicht 35. Was? 35 hier? 35? 35 kann keiner bezahlen in diesem Projekt. Ich weiß gar nicht, 35 oder meinst du 35 Stacks? Das ist 50 Steine. Ja, aber was meinst du? Stacks oder einfach nur hier? Das ist kein Problem, ich kann dir alles zahlen. Was willst du haben jetzt? Ja, wenn du hast Stacks, ich nehme auch Stacks, Steine, kein Problem. Ja, okay, aber dann lässt du gleich mein Grundstück, oder was? Ja, ich gehe sofort. Warte kurz. Ich fahre schon los. Oh Gott, Leute. Okay, Leute, wir müssen uns kurz im Auto reinsetzen. Donny. Ja? Du bist im Admin-Gefängnis. Ja? Warum? Woher hast du die ganzen Spectrite-Blöcke? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Erzähl mir nichts. Die habe ich verdient durch Autoverkauf. Ah,
Du hast also mehr Spectroid-Blöcke in einer Stunde verdient, wie der ganze Server hat. Ente ist schuld. Ente ist schuld. Ente. Soll ich Ente auch noch hierher holen? Ey, Leute, ich hab keine Ahnung, was jetzt hier passiert mit dem Admin. Ente fragen, was er davon hält. Ja, hol Ente dazu. Leute, bitte, ihr müsst mir helfen, nicht, dass der Admin mich jetzt bannt. Leute, lasst bitte ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass ich weiterspiele. Ich brauche eure Hilfe, das war's gewesen. Tschüss, bitte.